Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich noch mal ganz kurz dazwischen sagen? Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der Mandatstext inzwischen online ist, auch mit Genehmigung der Kommission online ist. Wir haben ihn den mal ausgedruckt mitgebracht und werden den verteilen jetzt hier. Jetzt ist auch der Herr Bär da. Gehe ich davon aus, dass Sie das sind? Herr Bär? Ja, alles klar. Gut, dann sind wir vollzählig. Petent ist da, Abgeordnete und Ministerium ist da. Es geht also um internationale Wirtschaftsbeziehungen, kein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Herr Bär war jetzt vorher nicht da. Sie hätten jetzt, deswegen erläutere ich jetzt noch mal den Vorgang, oder saßen Sie oben, haben mitbekommen? Sie saßen oben, alles klar, da muss ich nichts weiter erläutern. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, noch mal vorzutragen zur Petition, und wir kommen dann in die Berichterstatterrunde. Herr Bär, Sie haben das Wort, bitte schön. Vielen Dank, Frau Stennecke. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Elisabeth Pertl, die sitzt hinter mir, hat im Januar dieses Jahres den Bundestag in einer Petition aufgefordert, die Verhandlungen zwischen der EU und den USA über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu beenden. Und sie hat mich als Referenten für Agrar- und Handelspolitik am Umweltinstitut in München darum gebeten, die Petition für sie vorzustellen und mit den Abgeordneten in Dialog zu treten. Und ich sage mal was zu Elisabeth Pertl. Sie ist 21 und stammt aus einem oberbayerischen Naturlandhof und ist im Naturschutz sehr aktiv. Ganz kurz sagen, von welcher Organisation Sie sind? Das habe ich eben nicht. Das Umweltinstitut in München. Also er ist Petent. Ich spreche jetzt schnell. Er hat genau. Auch eine Petition eingereicht, und seine Petition ist die Grundlage. Bitte? Genau. Also er ist der Petent. Er wird jetzt. Ja, aber der Grund, wieso wir hier heute diese Ausschusssitzung öffentlich haben, ist, dass insgesamt 68.332 Personen die Petition von Frau Pertl mitgezeichnet haben. Deswegen ist das hier die Leitpetition, und deswegen erwähne ich das noch mal extra. Ja, trotzdem muss ich jetzt kurz mal eingreifen. Genau. Okay. Also Frau Pertl ist die Petition, wie Herr Bär jetzt sagte, mit den Unterschriften. Herr Bär hat auch eine Petition zu genau dem Thema, weil Frau Pertl darum gebeten hat, nicht vortragen zu müssen, sondern dass Herr Bär das macht, der auch eine Petition mit dem gleichen Thema eingereicht hat. Haben wir uns verständigt, dass Herr Bär vortragen kann zu der Petition, und haben diese Petition zur Leitpetition gemacht, damit jetzt keine Irritation sind. Herr Bär, Sie haben jetzt wieder das Wort. Vielen Dank. Also formal ist es natürlich richtig. Mir wäre noch wichtig zu betonen, dass eben sehr viele Menschen diese Petition mit unterstützt haben. Und ich glaube, diese vielen Menschen haben da sehr viele gute Gründe auch dafür. Und einer der wichtigsten Gründe ist, dass die Verhandlungen sehr intransparent sind. Auch wenn die EU-Kommission inzwischen mit über einem Jahr Verspätung das Verhandlungsmandat veröffentlicht hat, weigert sich die Kommission nach wie vor, die meisten Verhandlungstexte zu veröffentlichen. Und Sie haben als Abgeordnete im Deutschen Bundestag die Möglichkeit, in einem Lesesaal noch viel mehr Texte einzusehen als selbst die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Ich weiß von Abgeordneten, die im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments sitzen, dass sie fast nichts zu sehen bekommen. Und das bringt uns als Bürger und auch Sie als Abgeordnete in eine ganz inakzeptable Situation, nämlich die Situation, dass wir während der Verhandlungen die Verhandlungen nicht beeinflussen dürfen, weil sie geheim stattfinden, und dass wir nach den Verhandlungen, das sieht man jetzt an dem CETA-Abkommen, nichts mehr daran verändern dürfen, weil die Verhandlungen ja vorbei sind. Und es kann bei einem solchen Verfahren eigentlich nichts Gutes im Sinne der Bürgerinnen und Bürger rauskommen. Das ist ein Grund, warum ich eigentlich die Verhandlungen so gern so schnell wie möglich abgeschlossen sehen würde, und zwar beendet, ohne dass ein Ergebnis rauskommt. Ein zweiter Grund ist, und daran sieht man auch, wie wenig die Verhandlungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger laufen, dass TTIP den Umwelt- und Verbraucherschutz gefährdet. Die europäische Abneigung gegen Gentechnik und unsere Gesetze gegen Wachstumshormone im Fleisch und vieles andere sind aus der Sicht der USA Handelshemmnisse. Dazu gibt es ganz klare Aussagen vom Landwirtschaftsminister der USA. Und wenn Kommunen ihre Wasserversorgung wieder rekommunalisieren, also von Privaten zurückkaufen, dann entziehen sie sie absichtlich dem Handel. Für Facebook zum Beispiel ist Datenschutz ein Handelshemmnis. Und ganz viele Menschen in Europa wollen keine Gentechnik, und sie wollen keinen Handel mit ihren privaten Daten, und sie wollen
keinen Handel mit ihren öffentlichen Dienstleistungen. Und ich weiß, dass die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung immer wieder betonen, dass sich an europäischen Standards nicht ändern wird. Aber es gibt sehr viele subtilere Mechanismen in Handelshemmnissen, die dazu führen können, dass wir zum Beispiel Lebensmittel und Chemikalien in Europa auf den Markt bekommen, die nicht unseren Standards entsprechen. Und darüber darf eigentlich erst gar nicht verhandelt werden. Ich bin mir sehr sicher, dass darüber verhandelt wird und deswegen müssen wir die Verhandlungen stoppen. Und der in meinen Augen wichtigste Grund für einen Verhandlungsstopp wäre, dass TTIP ein Angriff auf die Demokratie ist. Da wird über ein System verhandelt, das Investoren aus anderen Staaten erlaubt, den Staat zu verklagen, wenn er die Gesetze verändert. Da könnte es zum Beispiel passieren, und dafür gibt es Präzedenzfälle, dass ein Unternehmen aus den USA in Deutschland Chemikalien in den Boden pressen möchte, um Gas zu fördern, das ist das sogenannte Fracking. Und es könnte auch passieren, dass Sie als Abgeordnete sich entscheiden, ein Gesetz zu beschließen, das genau dieses Fracking verbietet, um das Grundwasser zu schützen vor Gas und Chemikalien. Unter dem Regime von TTIP könnte solchen Unternehmen dann gegen ein solches Gesetz oder nein, wegen einem solchen Gesetz auf Schadensersatz klagen, nämlich auf die Gewinne, die sie in Zukunft mit dem Verkauf des Gases hätte machen können. Und sich als gewähltes Parlament so gegen die Interessen eines Unternehmens zu entscheiden, könnte dann teuer werden und das darf nicht passieren. Weil zur Demokratie gehört, dass alle eine Chance haben, ihre Interessen durchzusetzen, egal wie viel Geld die haben. Und ich gebe da noch mal ein Beispiel. Es wäre zum Beispiel im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass das gefährliche Pestizid Glyphosat, das die Firma Monsanto herstellt, verboten wird. Wenn wir jetzt TTIP bekommen, dann müsste die EU einen solchen Plan frühzeitig mit den USA besprechen. Dann würde sich eine Transatlantic Chemicals Working Group darüber unterhalten. Die würden auch die Firma Monsanto als Stakeholder hören, würden die handelspolitischen Auswirkungen eines solches Verbots bewerten, sich wahrscheinlich dagegen entscheiden. Mir ist es eigentlich egal, wenn eine Regel meine Gesundheit schützt, ob sie ein Handelshemmnis ist oder nicht. Und dieser Fokus auf Handel macht die Starken stärker und die Schwachen schwächer. Das führt dazu, dass unsere demokratischen Rechte mit TTIP zwar nicht weniger werden, formal gesehen, aber sie werden weniger wert, weil große Unternehmen einen größeren Einfluss haben. Und deswegen müssen wir die Verhandlungen stoppen. Wer jetzt in Verhandlungen geht, wo das einzige Ziel ist, den Handel und das Wirtschaftswachstum zu fördern, der braucht sich nicht zu wundern, wenn dabei Privatisierung und Umweltverschmutzung und Ungerechtigkeit herauskommt. Diese Art der Globalisierung kennen wir seit 20 Jahren und die bringt den meisten Menschen nicht viel. Und gerade deswegen brauchen wir eigentlich internationale Verträge, nämlich Verträge, die die Menschenrechte und den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen zum Ziel haben und deswegen dem Handel Grenzen setzen. Und dafür und nicht für TTIP sollte die Bundesregierung der EU-Kommission ein Mandat geben. Ich sage noch ein paar Sätze dazu, was der Deutsche Bundestag tun kann. Der Deutsche Bundestag hat sehr weitreichende Rechte, die Bundesregierung in europäischen Fragen zu binden. Wenn der Bundestag beschließt, dass sich die Bundesregierung im Europäischen Rat dafür einsetzen muss, dass die Verhandlungen aufhören, dann muss die Bundesregierung das tun. Und dann gibt es eine große Chance, dass es auch passiert, weil die Bundesregierung in Brüssel sehr, sehr mächtig ist. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen in Deutschland geben würde, die sich sehr freuen, wenn sie heute der Petition folgen und versuchen, die Bundesregierung in Brüssel zu drehen. Ich sehe nämlich bei meiner Arbeit im Umweltinstitut jeden Tag, dass TTIP die Menschen sehr, sehr bewegt. Die wollen sich darüber informieren und die wollen sich dazu äußern. Und in den letzten Tagen haben sich sehr viele Leute dazu geäußert. Wir hatten am Samstag einen internationalen Aktionstag. Da waren europaweit in über 1000 Orten Menschen auf der Straße. Jetzt haben in der letzten Woche 550.000 Leute die selbstverwaltete Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP mit unterstützt. Das ist falsch, den ganzen Leuten zu sagen, ihr schaut zu ängstlich in die Zukunft, habt mal nicht so viel Angst. Die Leute haben keine Angst, sondern die haben eine Meinung. Und die haben ganz stark das Gefühl, dass diese Meinung von der Politik bisher nicht wirklich respektiert wird. Ich hoffe, dass wir das heute ändern können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beer, für den Vortrag. Und wir kommen in die Berichterstatterrunde. Und Herr Färber hat das Wort. Bitte schön. Er ist als Berichterstatter für Fraktion. Bitte. Alles durcheinander. Ja, Frau Vorsitzende, zum einen bedauere ich natürlich sehr, dass Frau Pertl, die ja so viel Zustimmung zu ihrer Petition bekommen hat, sie nicht hier selber vor uns vorträgt. Das bedauere ich wirklich, Frau Pertl. Wir sind ganz freundliche, nette Menschen. Wir haben hier noch niemanden zu Schaden gekommen oder kommen lassen. Und ich möchte Ihnen einfach dann den Mut zusprechen, wenn Sie wieder eine Petition machen. Setzen Sie sich selber vorne hin, schicken Sie nicht einen Referenten, weil wir sind ja auch selber hier und schicken nicht unsere Referenten. Ja, dann, Herr Beer, Sie
sagen ja oder Sie kritisieren, dass einfach zu wenig Informationen nach draußen dringen, dass es hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es schon Informationen gibt, die der Allgemeinheit und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Nur werden diese Informationen häufig einfach ignoriert. Und wenn sie nicht ignoriert werden, werden sie angezweifelt. Und nur ein Schlenker, den Sie ja eigentlich mir da vorgegeben haben, das Thema Glyphosat, das ja mit TTIP eigentlich in dem Sinn nichts zu tun hat. Sie sagen, das ist sehr gefährlich. Und Sie wissen natürlich, wenn Sie Informationen nutzen, sehr genau, dass es nicht der Fall ist, dass Glyphosat eben aufgrund vieler Studien eben nicht gefährlich ist. Aber das hat jetzt mit TTIP so nichts zu tun. Ich möchte Sie ganz konkret fragen. Letzte Woche wurde in der Landesvertretung Baden-Württemberg wurden die Ergebnisse einer Studie vorgestellt. Und die Studie wurde vom Ökologik-Institut in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung erarbeitet. Ich denke, die ist Ihnen ja sehr gut bekannt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Studie jetzt kennen, aber die kommt zum eindeutigen Ergebnis, dass sich durch die regulatorische Kooperation mit den USA gar nichts an den Entscheidungsprozessen auf nationaler Ebene und EU-Ebene ändert. Und außerdem könnten die Ergebnisse von regulativer Zusammenarbeit nur im Rahmen der bestehenden EU-Gesetze und des bestehenden Gesetzgebungswegs in der EU umgesetzt werden. Jetzt die Frage, wie passt diese Einschätzung zu Ihrer Befürchtung, dass durch TTIP die Demokratie ausgehebelt würde? Und dann noch eine Frage ans Ministerium, an die Bundesregierung. Zu TTIP sind ja sehr viele Mythen im Umlauf und vielleicht können Sie mal zusammenfassen, darstellen, über welche Bereiche da überhaupt verhandelt wird und inwiefern die Befürchtung, dass sich durch TTIP die europäischen Standards ändern, gerechtfertigt sind und vor allen Dingen welchen Zweck, welches Ziel dieses Abkommen dann auch haben soll. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ferber. Als Erster hat Herr Berdi Möglichkeit, auf die Frage zu antworten, dann Franz Jübris, bitte. Bitte, Herr Bär. Ich möchte zwei Dinge sagen dazu. Das erste ist der Fall Transparenz. Also was wissen wir eigentlich und was wollen wir wissen? Und das, wo ich sage, das will ich wissen, ist das, was die EU den USA vorlegt als Angebote und Forderungen. Das ist nämlich das, worüber verhandelt wird. Und das ist auch das, was die USA schon kennen, was man aus keinem Grund vor denen mehr geheim halten muss. Und das sind Dinge, die kriegen wir in der Öffentlichkeit nicht. Wenn wir die kriegen würden, dann könnten wir nämlich mitreden in dem Moment, in dem darüber verhandelt wird, worüber verhandelt wird. Könnten dagegen protestieren, Alternativvorschläge machen, das unterstützen etc. Und deshalb möchten wir das wissen. Und da wäre der Punkt, wo wir die Transparenz sehen. Wenn wir das haben, dann ist Transparenz da. Das ist ein ganz konkreter Punkt. Das ist nicht irgendwas Abstraktes, irgendwelche Dokumente, irgendwelche Transparenz, sondern es geht um die Angebote und Forderungen, die sich die USA und die EU gegenseitig machen in diesen Verhandlungen. Die regulatorische Kooperation hebt selbstverständlich nicht das Recht der Parlamente auf, ein europäisches Parlament und Rat und so weiter, die Gesetze zu machen. Aber es schafft Strukturen, in denen Regelungen vorbesprochen werden. Da gibt es ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel der chemischen Industrie, wie das aussehen soll mit transatlantischen Working Groups aus Experten und Bürokraten und Expertinnen, die dann versuchen, sich darüber zu unterhalten, was ist eigentlich Wissenschaft? Und da spielt das Beispiel Glyphosat mit rein. Welche Studien lassen wir wirklich, wirklich anerkannt, welche nicht, die sich darüber unterhalten, wie wirkt es auf den Handel, ein Impact Assessment machen, eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und die das alles machen, bevor das Parlament und bevor die Journalisten intensiv sich darüber unterhalten haben. Und genau da liegt die Gefahr, dass Sie als Abgeordnete Dinge vielleicht schon gar nicht mehr mitkriegen, wo dann ausgeschlossen ist, dass wir das tun, weil es im Rahmen von der regulatorischen Kooperation ausgeschlossen wurde, das zu tun. Ich sage nicht, dass die Demokratie abgelöst wird. Formal wird sie überhaupt nicht weniger. Aber je mehr Einfluss internationalen versteckten Gremien und großen Unternehmen gegeben wird, umso weniger wert ist mein demokratisches Recht als einzelner Bürger. Da geht es um Machtverhältnisse, nicht um formale Strukturen. Dankeschön, Frau Zypris. Oder war das jetzt eine ganz konkrete
Aber bitte ganz kurz, damit wir die anderen. Bitte schön, Herr Färber, bitte. Herr Bär, sehen Sie denn nicht die Chance, dass man durch so ein Abkommen gerade solche Standards, welche Gutachten, welche Studien lassen wir zu? Wie sind unsere wissenschaftlichen Standards anzusiedeln? Dass das genau in solchen Freihandelsabkommen festgelegt werden kann. Wenn das Freihandelsabkommen nämlich mit China oder mit sonst jemand gemacht wird, dann werden unsere Studien da nicht festgelegt. Danke. Jetzt war das, glaube ich, mehr rhetorisch, oder? Wir würden erstmal jetzt die Beantwortung von Frau Zypris und Frau Zypris, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat auch die Tatsache, dass das Abkommen nicht von vornherein öffentlich diskutiert wurde und vor allen Dingen darüber öffentlich informiert wurde, sehr bedauert und hat daraus in dieser jetzigen Regierung ja auch sehr bald die Konsequenzen gezogen. Der Bundeswirtschaftsminister hat einen Beirat eingesetzt, den sogenannten TTIP-Beirat, wo 22 Vertreter von unterschiedlichen Stakeholdern der Gesellschaft, von Kirchen über Gewerkschaften, bis zum Deutschen Kulturrat und vielen anderen zusammensitzen. Die sind schon dreimal eingeladen gewesen bei uns im Hause, um informiert zu werden über dieses Abkommen und mit ihm gemeinsam darüber zu diskutieren. Wir haben zahlreiche andere große öffentliche Veranstaltungen gehabt. Die prominenteste war sicherlich diejenige mit den beiden Verhandlungsführern, Herrn de Gucht und dem Vertreter Amerikas, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Froman. Und wir haben eine Broschüre rausgegeben, die Sie auch verwenden können, diese hier, Transatlantisches Handelsabkommen, wo wir versuchen, etwas mehr Klarheit in das ganze Prinzip, in das ganze Verfahren zu bringen. Und wir haben auf unserer Website viele sogenannte Frequent Asked Questions aufgeführt, also Fragen, die häufig gestellt werden, wo Sie auch Antworten finden. Ich sage das jetzt alles, weil ich mir vorstellen kann, dass es in Ihren Wahlkreisen auch genauso zugeht wie in meinem. Man muss da schon oft dazu diskutieren. Die Kommission hat sich jetzt endlich dazu verstehen können, dass das Verhandlungsmandat freigegeben wird. Wir haben Ihnen das hier ausgedruckt auf die Tische gelegt. Das ist schon mal gut, weil ich denke, wenn wir es nicht schaffen, noch mal eine Art Vertrauen in der Bevölkerung zu erwecken für das, was da geschieht, dann wird es für uns ganz schwierig, weil viele eben dann sich anhören, was die Petenten sagen und die also erstens mal nicht den Wahrheitsgehalt hinterfragen können, sondern mit diffusen Ängsten umgehen. Und zweitens, das Problem ist, dass wir, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Wir wollen deshalb sehen, dass wir eine größtmögliche Offenheit in die Debatte bekommen, wenngleich wir wissen, um das noch anzuschließen, was Sie eben gesagt haben, dass die Verhandlungen alle öffentlich sein müssen, wenngleich wir wissen, dass Verhandlungen nicht alle öffentlich sein können. Das ist das Wesen jeder Form von Verhandlungen, dass es ein gewisses Maß an Vertraulichkeit geben muss und dass dann hinterher abgestimmt wird. Das ist völlig egal, ob es sich dabei um Tarifverhandlungen oder sonstige Verhandlungen handelt. Immer ist es so, dass eine Delegation verhandelt und eine andere, größere Mehrheit hinterher entscheidet, ob das Verhandlungsergebnis angenommen wird oder nicht. Und genauso wird es auch hier sein. Es ist nämlich völlig unstreitig bei TTIP, dass das Ergebnis ein sogenanntes gemischtes Abkommen ist. Und das heißt mit anderen Worten, dass die Europäische Kommission darüber wird entscheiden müssen, aber eben auch alle 28 Mitgliedstaaten einzeln und dass das Abkommen in jedem Mitgliedstaat einer Mehrheit bedarf. Wenn Sie so wollen, ist das dann hinterher die Verabschiedung oder das Resümee über das Verhandlungsergebnis derjenigen, die zu verhandeln haben. Die Verhandlungssituation als solche geht jetzt langsam in eine etwas ernstere Verfahrensrunde. Bisher wurde im Wesentlichen überhaupt noch gar nicht an Texten verhandelt. Das hat sich jetzt etwas geändert. Die letzte Verhandlungsrunde war vom 29. September bis zum 3. Oktober. Das Ergebnis liegt noch nicht vor, aber wie alle anderen Ergebnisse zuvor auch, werden wir das Ergebnis an den Deutschen Bundestag übermitteln, sobald es uns vorliegt. Ein Schwerpunkt der Verhandlungen war das Thema regulatorische Zusammenarbeit. Es wurde über die Sektoren Maschinenbau, Automobile, Arzneimittel, Medizinprodukte sowie über technische Handelshemmnisse
und anderes verhandelt. Und wie gesagt, es geht jetzt so langsam in die Phase, wo aufgrund von Textvorschlägen auch verhandelt wird. In der Vergangenheit ging es darum nicht. Es gab kein Gespräch über Zollangebote sowie über das Thema öffentliche Beschaffung. Ich sage das deshalb, weil ich damit den Finger auf einen Punkt legen möchte, der bisher in der öffentlichen Diskussion noch kaum oder selten zur Sprache kommt, nämlich die Tatsache, dass ja nicht nur die Europäische Kommission ihre Mitgliedstaaten einbinden muss und diese Mitgliedstaaten wieder, soweit sie föderal organisiert sind wie Deutschland, ihre Bundesländer. Wir brauchen ja auch eine Beteiligung des Bundesrates. Sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind aufgerufen, ihre Teilstaaten, ihre Staaten zu beteiligen. Die US-Bundesstaaten sind bisher, soweit wir wissen, überhaupt noch nicht eingebunden. Und die Frage, wie die darauf reagieren werden, wenn es auch um ihre Kompetenzen geht, wie beispielsweise beim Thema öffentliche Beschaffung, wo wir einen großen Wert darauf legen, dass öffentliche Beschaffung der amerikanischen Bundesstaaten künftig eben auch so ausgeschrieben wird, dass sich Deutsche bewerben können. Das wissen wir noch nicht. So, die Frage der Schiedsgerichtsbarkeit wurde angesprochen. Dazu sage ich kurz was, weil Sie wissen, da kennen Sie die Position der Bundesregierung. Wir sagen immer, wir sind der Auffassung, wir brauchen keine Schiedsgerichtsbarkeit. Wir haben funktionierende Rechtssysteme da und dort. Ihr Beispiel hinkt insofern, als man natürlich keinen Vertrauensschutz erwarten kann und kein Schiedsgerichtsverfahren kann für etwas betreiben, was es noch gar nicht gab. In Deutschland ist ja Fracking ohnehin im Wesentlichen verboten. Und dann, man kann dann nicht sagen, ich hätte jetzt aber gerne einen Schadensersatz dafür, dass hier was verboten ist. Das geht nicht. Sondern wenn überhaupt, dann kann es nur darum gehen, dass es eine Auseinandersetzung gibt über die Frage, es war etwas erlaubt und das wird jetzt abgeschafft. Und wie gesagt, wir sind da aber ganz der Auffassung, dass wir solche Verfahren nicht brauchen, sondern dass wir mit unserem deutschen Gerichtsverfahren und der verfassungsgerichtlichen Kontrolle hinterher ein ausgefeiltes Verfahren haben, das Schiedsverfahren erübrigt. Das haben wir auch so immer kommuniziert und werden es auch weiter kommunizieren. Wie die EU-Kommission sich dazu stellt, wissen wir noch nicht genau. Dieser Punkt ist ja im Verhandlungsprozess der Kommission unterbrochen worden. Es gab eine dreimonatige Konsultation aller, die sich äußern wollten in der Europäischen Kommission, in Europa. Soweit ich weiß, sind 150.000 Eingaben eingegangen, die jetzt zurzeit ausgewertet werden und Ende des Jahres wird die Kommission dann sagen, ob sie ihre Position zu Schiedsgerichtsverfahren aufgrund dieser Evaluierung oder dieser Befragung verändert. Die Frage, wie verdeutlicht die Bundesregierung, dass europäische Schutzstandards für Gesundheit, Lebensmittel und Verbraucher nicht verhandelbar sind, kann ich so beantworten. Wir sind der Auffassung, dass unsere hohen Schutzstandards sich auch durch TTIP nicht verändern sollten. Ich möchte aber gerne in Klammern mal dazu zufügen, dass viele immer nur denken, wir hätten ja in Europa die besseren Standards als in den Vereinigten Staaten. Das stimmt natürlich nur sehr eingeschränkt. Es gibt auch viele Standards, die in den Vereinigten Staaten besser sind aus Verbraucherschutzsicht beispielsweise. Beispielsweise die Frage, wie viel Blei in Farben enthalten sein kann, das für Kinderspielzeug verwendet wird. Das ist in Amerika sehr viel strenger geregelt als bei uns. Und viele derjenigen, die sich in dem Bereich engagieren, wären halb froh. Wir hätten die amerikanischen Standards. Man sollte es also nicht immer ganz so einseitig nur sehen, sondern man kann es durchaus von verschiedenen Seiten sehen. Wir stellen unsere Verbraucherschutzstandards bei Lebensmittelsicherheit, Produktsicherheit und Verbraucherinformationen nicht zur Debatte. Das sagt auch der Europäische Kommissionspräsident. Da steht der US-Präsident zu und die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin sagen das auch. Und so steht es auch im Verhandlungsmandat. Es gibt auch keine Einschränkung des sogenannten Right to Regulate. Das heißt, dass jede Seite auch in Zukunft das für erforderlich gehaltene Schutzniveau selbst festlegt. Und es gibt auch keine Förderung des Handels durch eine Absenkung von Schutzstandards. Das steht auch ausdrücklich in Randziffer 8 des Abkommens, des Mandats. Was brauchen wir noch? Es wird auch für Chlorhühnchen, Hormonfleisch, das sind ja immer so die beliebtesten Beispiele, und die Kennzeichnung mit genetisch
veränderten Material. Da bleibt es bei den klaren europäischen Regelungen, die nicht verhandelt werden sollen und werden. Im Mandat steht ganz klar und deutlich, dass mehr Verbraucherschutz angestrebt wird. Zum Beispiel Randziffer 25, zweiter Spiegelstrich und so weiter. Also Sie können das jetzt in diesem Mandat im Einzelnen nachlesen. Ich werde auf Nachfragen gerne noch zu einzelnen Punkten Stellung nehmen, sonst fasert es jetzt gleich so aus. Dankeschön. Dann bedanke ich mich erstmal für die umfassenden Ausführungen. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Fragen, die wir dann bitte relativ kurz und knapp. Und wer ist das mit dem Handy? Frau Sabade, als Berichterstatterin für ja. SPD-Fraktion. Bitte schön. Also vielen Dank, Herr Beer und Frau Pertl, für Ihre Anfragen. Ich finde es wichtig, dass gerade solche Themen auch öffentlich verhandelt werden, einfach damit diese vielen Unsicherheiten und das Misstrauen möglicherweise auch ausgeräumt werden kann. Das Thema ist hochkomplex, das wissen wir alle. Wir haben damit auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile damit zu tun. Eine Frage an Herrn Beer. Das Handelsabkommen, haben Sie ja gesagt, wird derzeit verhandelt. Die 7. Runde hat stattgefunden, wurde gerade berichtet. Und die Verhandlungen stehen, auch das wurde schon gesagt, stehen am Anfang. Ihre Petition wurde allerdings schon im Januar 14 eingereicht. Und Sie haben damals schon gesagt, Sie lehnen dieses Abkommen ab. Worin begründen sich Ihre Argumente von damals? Warum Sie gesagt haben, damals lehnen Sie dieses Abkommen ab in jeglicher Form? Und dann eine Nachfrage. Jetzt haben wir ja die Offenlegung des Verhandlungsmandates. Wie bewerten Sie denn die dort formulierten Bedingungen jetzt, die jetzt dort deutlich und öffentlich sind, bezüglich Ihrer damaligen Kritik am TTIP? Und eine Frage an die Bundesregierung. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich die in dieser Petition deutlich gemachten Sorgen? Ein großer Teil wurde schon gesagt. Ich schiebe vielleicht am besten gleich noch eine Frage nach. Dann haben wir es einfacher, weil ja schon sehr viel beantwortet ist. Es heißt auch in der Petition, das Abkommen Konzernen erleichtert, auf Kosten der Allgemeinheit Profite bei Wasserversorgung und so weiter zu machen. Sind die Befürchtungen, die öffentliche Daseinsvorsorge, und das ist ja auch für unsere Kommunalen wichtig, könne durch TTIP angetastet werden, aus Sicht der Bundesregierung begründet? Und wie weit waren das bisher Themen schon in den Verhandlungen? Dankeschön, Frau Sabade. Herr Beer, bitte auf die eine Frage und die Bundesregierung zwei Fragen. Herr Beer hat das Wort. Bitte schön. Die EU-Kommission hat ja jetzt vergangene Woche das Verhandlungsmandat veröffentlicht. Ich kenne das schon ein bisschen länger, weil es immer mal wieder Leute gibt, die solche Dinge veröffentlichen, obwohl sie es nicht dürften. Das nennt man dann Leaks. Und ich muss mich bei allen sehr bedanken, die sowas ab und an tun, weil es unsere Arbeit in der Zivilgesellschaft sehr erleichtert, wenn wir auch Zugang zu solchen Informationen haben, weil es das Einzige ist, was momentan eine große öffentliche Debatte überhaupt erst ermöglicht. Also, liebe Leute, leakt. Infolgedessen haben wir auch schon etwas länger ein bisschen mehr Informationen darüber, was da passiert. Und immer mal wieder tröpfelt etwas ein aus Leaks, was dann auch von verschiedenen Seiten kommentiert wird. Wir sind da nicht abhängig von der EU-Kommission. Wir würden uns aber freuen, wenn die EU-Kommission auch von sich aus früher und stärker tätig werden würde. Wir haben in dem Verhandlungsmandat, ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, auch alle, die jetzt zuhören und die sich fragen, ich habe da Bedenken, mal durchzulesen, was da drin steht über phytosanitäre Maßnahmen. Und einen Satz, der da steht, oder die Passage, die da stehen, über sich ergehen zu lassen und dann für sich selber zu entscheiden, sind meine Bedenken, die ich jetzt hatte, deshalb ausgeräumt oder nicht? Also meine sind es nicht. Und ich habe ein sehr, sehr geringes Vertrauen darin, dass bei diesen Verhandlungen auf der Basis von diesem Mandat etwas Gutes rauskommt. Und deswegen kann ich auch in einem sehr frühen Stadium der Verhandlungen sagen, hört auf damit. Ich habe eine weitere Quelle dafür. Und diese weitere Quelle sind die Erfahrungen, die wir aus Freihandelsabkommen der Vergangenheit, insbesondere NAFTA gemacht haben. Fragen Sie mal in Nordamerika herum, was debattiert wurde, als NAFTA in der Verhandlung war, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Da entstehen fürchterlich viele Arbeitsplätze. Und wie viele Arbeitsplätze dann im Endeffekt entstanden sind? In Mexiko, in Kanada, in den USA. Was jetzt debattiert wird in Bezug auf die Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren, die im Verhandlungsmandat mit drinstehen, ist eine Debatte, die auch ganz stark deswegen so angeheizt läuft in Europa, weil wir aus Kanada und Mexiko Fälle kennen, wo das alles, was wir befürchten, passiert ist. Und genau der Fall Fracking. Und Fracking ist in Deutschland nicht verboten. Fracking ist in Deutschland lediglich nicht reguliert. Und wir haben ein Moratorium, das demnächst ausläuft. Und Sie debattieren in den nächsten Wochen, Monaten einen Gesetzentwurf, der Fracking dann regelt.
Herr Bär hat jetzt das Wort. Er möchte die Frage beantworten, dass wir dann nächste. Und es gibt aus dem NAFTA ein Verfahren, das genau in diesen Fall hineinläuft. Da hat eine kanadische, eine Tochterfirma einer kanadischen Firma, Lone Pine heißt die, in Kanada Fracking durchführen wollen. Der Bundesstaat Quebec, die Provinz Quebec in Kanada, hat ein Moratorium erlassen nach großen Protesten aus der Bevölkerung, die Angst um ihr Grundwasser hatten. Und daraufhin hat Lone Pine nach Artikel 11 von NAFTA ein solches Verfahren eröffnet. Das läuft noch. Die Forderungen von Lone Pine gegenüber der kanadischen Bundesregierung sind 200 Millionen Dollar, eine Viertelmilliarde. Das sind alles Fälle aus der Realität, die wir kennen aus der Vergangenheit und die unsere Befürchtungen in Bezug auf TTIP unter diesem Verhandlungsmandat sehr, sehr groß werden lassen. Und das gilt jetzt auch schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Dankeschön, Herr Bär. Und Frau Tsipras, bitte. Frage war, wie ist das mit der Daseinsvorsorge? Und unsere Antwort dazu ist, dass wir die öffentliche Daseinsvorsorge schützen und da niemanden reinregieren lassen, ist das ureigenste Interesse der Bundesregierung. Das ist auch ein Thema, was wir schon ganz oft bei verschiedenen Sachen gehabt haben. Und bis jetzt hat die Bundesregierung da immer klare Kante gezeigt. Zuletzt ist aber auch mit Hilfe zahlreicher Bürgerinnen und Bürger Europas auf europäischer Ebene zum Thema Wasser da was Positives geschehen. Das Mandat sieht keine Ausnahme für die Daseinsvorsorge vor. Das heißt, die EU kann keine Zusagen gegenüber den Vereinigten Staaten machen. Und ich würde gerne hinzufügen, auch bei Ihrem, nach Ihren Darstellungen eben, es gibt noch kein Handelsabkommen, wo in irgendeiner Form eine Liberalisierung der Daseinsvorsorge vorgenommen wurde. Also von daher sind auch so die Bedenken so unter dem Motto, das wird ja dann doch alles kommen, jenseits dessen, dass ich nur wiederholen kann, der Deutsche Bundestag wird darüber abstimmen. Die sind, meine ich, wenigstens unbegründet. Die Trinkwasserversorgung, das war ja die ausdrückliche Frage der Kollegin, gehört zu den klassischen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge und deshalb greift die zitierte Ausnahme. Das heißt also, es wird keine Beeinträchtigung der kommunalen Wasserversorgung geben. Dankeschön. Jetzt hat Frau Kastner als Berichterstatterin Fraktion Die Linke das Wort. Bitte schön, Ihre Fragen. Ja, ich habe am vergangenen Wochenende auch mit vielen Menschen in der Stadt Stralsund gesprochen und ich kann das nur bestätigen, dass die Verunsicherung sehr, sehr groß ist unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie wollen wissen, was dort für sie an Konsequenzen zu erwarten ist. Und ich bin ja auch kommunalpolitische Sprecherin und mir macht wirklich auch die Sorge der kommunalen Unternehmen große Bauchschmerzen. Es ist ja auch so, dass nicht nur die Linken da Probleme haben, sondern zum Beispiel auch der Bayerische Städtetag hat ebenfalls sich sehr kritisch geäußert und sieht große Probleme. Sie haben ja selbst davon gesprochen, dass 400 Milliarden Euro machen die Aufträge, das Vergabewesen von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr aus. Sie haben davon gesprochen, dass wir erreichen wollen, dass die USA sich öffnet. Im Gegenzug würde das natürlich auch bedeuten, dass wir uns öffnen müssen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Es müssten dann transnationale Ausschreibungen vorgenommen werden, die für die Kommunen ein großes Risiko bürgen. Natürlich auch für den Bund und die Länder dann in der gleichen Konsequenz. Deshalb meine Frage an Herrn Bär, inwieweit diese Sorgen vom Bayerischen Städtetag von mir berechtigt sind, was die Auswirkungen für die Kommunen betrifft. Ich denke, das können wir nicht so einfach vom Tisch wischen. Da sind Gefährdungspunkte da. Und eine andere Frage hätte ich noch an Sie, Frau Staatssekretärin. Wenn die Vorgaben, die Sie mit der Mandatsführung für die Verhandlungen bekommen haben, wenn sie nicht erfüllt werden, also sprich, es wird kein Schiedsgericht, also es wird dann doch daran festgehalten, dass dieses Schiedsgericht die Verhandlungen führt und nicht eben unsere rechtsstaatlichen Mittel, die wir jetzt haben, würde das dazu führen, dass es zum Abbruch der Verhandlungen kommt? Dankeschön, Frau Kastner. Und jetzt hat Herr Bär bitte zur Beantwortung der einen Frage, dann Frau Tsipras. Es ist ja jetzt schon so,
dass die Kommunen unter dem, was die europäischen Regeln für die Ausschreibung von öffentlichen Daseins, also von allen öffentlichen Aufträgen angeht, das ist Bau, das ist Architekturleistungen, alles Mögliche, sehr leiden. Und ein großes Problem in dieser ganzen Geschichte, diese Dinge aufzunehmen in internationale Handelsverträge, ist, dass ich die Regelungen, die da getroffen sind, damit auf die Ebene von internationalen Verträgen hebe. Wenn also in einem solchen Vertrag jetzt drinsteht, dass ab einer gewissen Höhe einer Dienstleistung, Waren, Einkaufs einer Kommune, die Kommune das dann transatlantisch ausschreiben muss, dann wird die Veränderung dieser Höhe, ab wann das gemacht werden muss und dass das gemacht werden muss, extrem schwierig, weil sie eben nur im Rahmen von neueren Verhandlungen mit den USA stattfinden kann. Ich glaube nicht, dass das in unserem Sinne ist. Es gibt sehr, sehr starke Befürchtungen gegenüber der, was die Daseinsvorsorge angeht und die öffentlichen Dienstleistungen. Diese in den Verhandlungen um TTIP wird, das heißt dann Hybridlistenansatz. Das bedeutet, wir verwenden zum Teil Negativlisten und zum Teil Positivlisten in dem Abkommen. Und im Bereich der Dienstleistungen wird ein Ansatz verfolgt, der sagt, alles, was wir nicht in dem Abkommen aufgeführt haben, wird automatisch einem möglichst hohen Liberalisierungsniveau zugeführt. Das heißt, wir müssen Ausnahmen formulieren. Das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass für alle Dinge, die es in Zukunft erst gibt, die es jetzt noch nicht gibt, automatisch ein möglichst hohes Liberalisierungsniveau angeschrieben ist. Und das dritte Problem in dem Bereich ist, dass die meisten der Ausnahmen, die da festgemacht sind für die öffentliche Daseinsvorsorge, nicht unbedingt auch für den ganzen Bereich dieser Investitionsschutzkapitels gelten. Und dass es durchaus auch Fälle gibt aus der Vergangenheit in Bezug auf Verträge mit Ländern im Süden, also in Südamerika, wo Wasserversorgung und die Reprivatisierung von Wasserversorgung nach dem kompletten Totalausfall der Unternehmen, die Wasserversorgung unternommen hatten, Beispiel Buenos Aires in Argentinien, dann vom internationalen Gericht beklagt wurden. Die Allianz öffentlicher Wasserwirtschaft hat in diesen von Frau Zypries schon erwähnten Konsultationsverfahren der EU zum Thema Investitionsschutzkapitel im TTIP einen sehr lesenswerten Eingabe gemacht, die auch veröffentlicht haben, die das einfach komplett ablehnen, auch weil sie befürchten, dass es Auswirkungen auf die öffentliche Daseinsvorsorge haben könnte. Dankeschön, Herr Beer. Frau Zypries, bitte. Ja, die Bundesregierung wird die Verhandlungen nicht abbrechen. Wir sind auch gar nicht Verhandlungspartner, wenn Sie so wollen. Die letzte Bundesregierung hat der Europäischen Kommission ein Verhandlungsmandat erteilt, genauso wie alle anderen europäischen Staaten auch. Verhandlungspartner ist die Europäische Kommission, aber nicht wir. Also das Verfahren läuft quasi so, wir stellen in Deutschland Öffentlichkeit her. Wir haben den von mir vorhin schon erklärten Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, wo wir alle gesellschaftlich beteiligten Gruppen einbinden, wo wir mit denen diskutieren. Da sind übrigens auch Städte- und Gemeindebund dabei. Also von denen kann ich das jetzt nicht bestätigen, was Sie gerade erzählt haben. Und dann werden die Bedenken, die wir haben, die Positionen, die wir haben, vermittelt auf die europäische Ebene. Und auf europäischer Ebene müssen wir dann natürlich erst mal sehen, dass wir eine Mehrheit finden bei den Mitgliedstaaten, damit wir die Kommission entsprechend binden können. So läuft das Verfahren. Und wir haben bei bestimmten Punkten haben wir eine echte, gute Phalanx mit Frankreich, wenn Sie so wollen. Also ich sage nur Stichwort Kultur, audiovisuelle Medien. Da gab es überhaupt gar kein Vertun daran, dass das ausgeklammert wird. Und mit anderen Staaten ist es nicht ganz so, weil natürlich viele europäische Staaten ganz andere Probleme haben als wir. Die wollen gerne diese Standards, die sie dadurch erreichen, in ihren Ländern einziehen. Die sind nicht so hochstandardisiert, wie wir Deutschen das sind, weshalb wir auf ein Problem stoßen, was wir eigentlich fast immer in der Europäischen Union haben. Ich kenne das ja nun schon aus vielen Jahren und aus verschiedenen Bereichen. Egal, ob das um den Innenbereich geht oder den Justizbereich. Also bei uns kann man eigentlich immer sagen, sind die Standards so ziemlich am höchsten. Und andere Länder müssen da eben noch ein bisschen aufholen und haben dementsprechend auch andere Anforderungen oder Vorstellungen. Also wir Deutschen werden die Verhandlungen da nicht einseitig abbrechen. Nochmal können wir auch gar nicht, sodass das so sein wird, wie es vorgesehen ist. Das wird jetzt ausverhandelt oder es endet aus anderen Gründen.
Und dann anschließend wird darüber abgestimmt in der Kommission, im Europäischen Parlament, in den Parlamenten der 28 Mitgliedstaaten. Was die Frage der Ausschreibung anbelangt, nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Vereinigten Staaten sich hier schon bewerben können. Nur umgekehrt unsere deutschen Unternehmen nicht in Amerika. Und das soll auf einen Level Playing Field gehoben werden, wie man das immer so schön nennt. Das heißt mit anderen Worten, unsere deutschen Unternehmen sollen in den Vereinigten Staaten dieselben Möglichkeiten haben wie die Amerikaner in Deutschland. Dankeschön. Und jetzt Herr Maywald als Berichterstatter Bündnis 90 Die Grünen. Ihre Fragen bitte. Ja, herzlichen Dank. Zunächst mal möchte ich Frau Pertl noch mal meinen Respekt aussprechen, dass sie diese Petition, diese wichtige Petition, die so viele Menschen in diesem Land bewegt, hier auf den Weg gebracht hat. Und genauso mich bei Herrn Bär bedanken, dass er heute hier als Petent, als einer von vielen Petenten, heute hier auch diese Interessen mit vertritt. Ich habe zunächst mal zwei Fragen, die sich sowohl an die Bundesregierung wie auch an den Petenten richtet. Die eine Frage betrifft den Bereich der Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Wie bewerten Sie beispielhaft für verschiedene Politikfelder dargestellt die zu erwartenden Auswirkungen dieser ISDS-Mechanismen, also die angedachten Klageprivilegien für Großkonzerne, sofern diese weiterhin Gegenstand des transatlantischen Freihandelsabkommens sein sollen? Also es gibt ja verschiedene Sorgen aus der Bevölkerung, einiges ist schon angeklungen, die Einschränkung der staatlichen Souveränität, aber auch die Frage der Mittelstandsfeindlichkeit, weil sich nur Unternehmen mit einer sehr großen Rechtsabteilung entsprechend solche Verfahren leisten können werden. Also wie bewerten Sie diese Einschätzung vor dem Hintergrund des bisher Ausverhandelten? Und die zweite Frage geht in die Richtung der Frage von Vorsorge und Haftungsrecht. Wir haben ja da völlig unterschiedliche Rechtssysteme auf der anderen Seite des großen Teiches und hier bei uns in Europa. Inwieweit besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass über eine Angleichung der transatlantischen Regularisierungsstandards oder wenn man nicht von Harmonisierung spricht, dann zumindest von der, durch die gegenseitige Anerkennung, in Europa relativ gut funktionierende Verordnungen wie zum Beispiel REACH, wo es um die Chemikalienzulassung geht, dann durch eine Umkehrung der Beweislast eigentlich faktisch ausgehebelt werden? Also die Frage, inwieweit nützen uns hinterher noch unsere Standards, die ja, wie Sie ja gesagt haben und wie auch aus dem Mandat zu erkennen ist, nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, aber wie weit nützen uns diese Standards hinterher noch, wenn man sich gegenseitig den Marktzugang eröffnet und eben die Standards auf der anderen Seite auch ausreichen, um in den hiesigen Markt mit seinen Produkten hineinzukommen? Das würde mich interessieren. Ich habe dann noch, vielleicht sei mir das erlaubt, weil Sie das eben angesprochen haben, Frau Tsipras, noch zwei kurze Nachfragen zu dem, was Sie eben ausgeführt haben. Zum einen zu der Frage des Frackings. In der Tat kann da natürlich im Moment noch niemand hier sagen, ich habe schon eine Fracking-Erlaubnis in dem Sinne, wie auch niemand ein Fracking-Verbot hat. Aber es ist ja die Frage, inwieweit man in so einem Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren am Ende legitime Gewinnerwartungen geltend machen kann, die man allein darauf begründet, dass man zum Beispiel schon Aufsuchungslizenzen für Gasförderunternehmen vergeben hat. Also ist diese Gefahr real oder ist das aus Ihrer Sicht abzuwenden, beziehungsweise droht diese Gefahr für uns als Steuerzahler hier nicht? Und die zweite Nachfrage geht nochmal zu dem von Ihnen auch erwähnten Prinzip des Rights to Regulate. In der regulatorischen Kooperation ist das ja durchaus angelegt, dass es das weiterhin geben soll. Aber man sagt ja immer im Sinne des Freihandelsgedankens dieses Abkommens. Also inwieweit ist nicht durch die Hintertür diese Nachsätze dann letztlich auch das Right to Regulate eingeschränkt? Dankeschön, Herr Maywald. Dann beginnen wir gleich mit der Bundesregierung, mit der Beantwortung der zwei Nachfragen und der anderen beiden Fragen. Und dann Herr Bär. Frau Tsipras, bitte. Herr Maywald, die Frage wie wir vor dem Hintergrund der bisher ausverhandelten Ergebnisse die Weiterentwicklung der Schiedsverfahren bewerten. Aber da kann ich Ihnen nur sagen, die sind ja überhaupt noch nicht verhandelt. Also es hat ja gerade ausgeführt, dass das nur extra ausgesetzt wurde, dass es Konsultationen gab, 3 Monate lang, dass diese Konsultationen jetzt ausgehandelt werden. Ansonsten, dass wir und dass ich auch insbesondere gegen Schiedsgerichtsverfahren bin, die parallel zu staatlichen Verfahren laufen können, das wissen Sie, das wissen Sie schon aus den Debatten im Deutschen Bundestag, da habe ich das auch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, also so ein Verfahren, wie es jetzt beispielsweise von Vattenfall läuft, dass die auf der einen Seite vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und auf der anderen Seite parallel dazu ein Schiedsgerichtsverfahren durchführen wegen desselben Streitgegenstandes, halte ich für ein Unding. Also das finde ich nicht gut, das sollten wir verhindern und sowas sollten wir auch nicht in diese möglichen, in dieses Freihandelsabkommen mit aufnehmen. Das habe ich auch schon öfter
formuliert. Da denke ich, müssen wir mindestens dazu, naja, will ich jetzt mal nichts sagen. Also grundsätzlich gilt die Haltung der Bundesregierung, wir brauchen sowas nicht. So, das mit der Angleichung der Standards mit REACH, die Frage habe ich nicht verstanden, aber die Mitarbeiterin hat sie verstanden, deswegen würde ich die bitten, sie zu beantworten. Dankeschön. Nur ganz kurz. Ja, danke. Zu der Frage nur ganz kurz. Die Bundesregierung hält die beiden Systeme, also das System in den Vereinigten Staaten, TSCO, und die europäische Richtlinie REACH, für so inkompatibel, dass es da in diesem Bereich wohl kaum zu einer Annäherung kommen wird. Wenn man sich allein anschaut, wie viele Chemikalien in der Europäischen Union verboten sind und wenn man das vergleicht mit der Anzahl der Chemikalien nach der amerikanischen Anordnung, ist zumindest ein Thema, was sehr, sehr schwierig ist. Und die Bundesregierung ist sich der Sorgen sehr bewusst. Was die Erwartungshaltung anbelangt, also dass man glaubt, man könne mit irgendwelchen Dingen ein Geschäft machen und kann es dann aber doch nicht, weil sich der Staat dagegen entscheidet, begründet meines Erachtens und nach meinem Verständnis keinen Schadensersatzanspruch. Insofern würde ich das so sehen wollen, Ihre Frage. Und das mit dem Right to Regulate, das bleibt so, wie ich es gesagt habe. Also es soll eben einfach so sein, dass jeder seinen eigenen Bereich da weiter regeln kann. Da habe ich keinerlei Abstriche zu machen. Dankeschön, Frau Tsipras. Herr Baer, die Fragen gingen auch an Sie. Bitte eine kurze Antwort. Ich gebe der Mitarbeiterin von Frau Tsipras, ich habe ihren Namen nicht verstanden, recht, dass die Systeme nach dem Toxic Substances Control Act in den USA, der aus den 70er Jahren stammt, und der REACH-Verordnung in der EU sehr inkompatibel ist, weil da von ganz grundsätzlich unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen wird, wo die Beweislast liegt, wenn ich als Firma eine Chemikalie in Umlauf bringen kann. Chemikalie hört sich so ein bisschen abstrakt an. Es geht dabei um alles Mögliche, was in Farben und Lacken drin ist, in Plastik, was als Pestizide in der Landwirtschaft verwendet wird. Das sind Sachen, die uns sehr, sehr häufig betreffen. Und es gibt in der EU zurzeit die Bewegung, sich um das Thema endokrine Disruptoren zu kümmern, also Chemikalien, die hormonähnliche Wirkung haben. Das ist etwas, da befürchten wir aufgrund von dem, was vorliegt. Also es gibt, ich habe hier wieder einen meiner berühmten Leaks mit dabei. Das ist ein Papier, da geht es genau darum, was ist eigentlich geplant in Bezug auf regulatorische Kooperation im Bereich Chemikalien. Da ist genau eben diese vorher schon von mir erwähnte Working Group und Chemicals mit drin, die dann im Rahmen dieser regulatorischen Kooperation darüber reden können. Und da ist genau dieser Punkt mit den endokrinen Disruptoren in Gefahr. Also die Vorreiterschaft der EU bei der Planung, solche Chemikalien zu verbieten, ist in Gefahr, weil es notwendig werden würde, mit den Experten aus den USA da intensiv darüber zu reden. Das ist ein Effekt, den man dann Derailing nennt. Also wir nehmen das Ganze erst einmal vom Gleis, setzen es auf ein anderes Gleis. Es ist auch so, dass sich in diesem Papier sehr viel findet über Geschäftsgeheimnisse. Was ist eigentlich ein Geschäftsgeheimnis? Ich brauche als Staat, wenn ich sinnvoll die Umwelt und die Verbraucher und auch die Arbeiter, die mit den Chemikalien in den Fabriken zu tun haben, vor Gesundheitsgefahren schützen möchte, Informationen darüber, was diese Chemikalien sind, wie die hergestellt werden, wie die wirken und so weiter. Das alles als Geschäftsgeheimnis, also je strenger, je einfacher es ist für ein Unternehmen, eine Sache als Geschäftsgeheimnis zu labeln, umso schwieriger ist es zu regulieren. Und das sind sehr, sehr viele subtile Ideen, die sich in diesen Papieren finden, die unterhalb von dem, was wir als Harmonisierung oder gegenseitige Anerkennung von Standards finden, die in dem Fall wirklich auch nicht möglich wären, die dann dazu führen, dass unsere Möglichkeiten zu regulieren schwieriger, langsamer, entfernter von der Öffentlichkeit, entfernter von Journalisten und Parlamenten stattfinden würden. Und damit habe ich ein großes Problem. Es finden sich in dem Papier, das ich hier habe, dieser Leak, ganz viele Dinge, die man auch kennt als Vorschläge, die chemische Industrie gemacht hat. Der Lobbyismus in diesen ganzen Verhandlungen ist sehr, sehr stark. Und gerade die chemische Industrie ist ein Bereich, die sich von einer Auflockerung oder Verlangsamung von Standardsetzung sehr viel erwartet. An der Stelle etwas, was Frau Tsipras vorhin schon mal gesagt hat. Die USA sind kein einheitlicher Block. Dieser Toxic Substances Control Act aus den 70er Jahren wird in Kalifornien durch ein wesentlich jüngeres, per Volksabstimmung entschiedenes Gesetz praktisch ersetzt, der dazu führt, dass in Kalifornien die
Umgang mit Chemikalien wesentlich restriktiver und eigentlich vom Ansatz her näher ist an dem aus der EU. Und es ist auch so, dass europäische Unternehmen durchaus ein Problem mit dieser Vielfalt der Regelung in den USA haben und sich wünschen würden, dass die Kalifornier dann etwas zurückstecken. Ja, danke. Soweit. Danke. Dann hat Herr Mattfeld sich gemeldet. Bitte schön, Herr Mattfeld. Ja, herzlichen Dank, Herr Bär, für Ihre Ausführungen. Ich habe deshalb ein bisschen nachgefragt bezüglich des Umweltinstitutes, weil ich auf Ihrem Absender hier Grüne Jugend auf Ihren Mail-Absender gesehen habe. Deshalb war ich so ein bisschen irritiert. Man verzeih mir die Frage. Es ist eben so ein bisschen suggeriert worden, dieses Thema sensibilisiert die gesamte Bundesrepublik. Jetzt bin ich direkt gewählter Abgeordneter seit über 20 Jahren in der Politik. Ich gebe Ihnen recht, dass es vielleicht mal einzelne Anfragen gibt. Aber ich habe heute die erste Anfrage zum TTIP bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es die Republik so sensibilisieren würde, wie das eben hier auch von gewisser Seite dargestellt werden würde, dann sehe das ein bisschen anders aus. Das ist in der Tat ein bisschen anders im Bereich einer sicheren Erdgasförderung. Sie haben das Stichwort Fracking angesprochen, wobei Fracking dort nur ein kleines Thema ist. Und deshalb möchte ich so ein bisschen mit der Mehr aufhören, dass wir ein Moratorium hier haben, auch ein gesetzliches Moratorium. Nein, wir haben einen freiwilligen Selbstverzicht der Industrie. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier sehr, sehr strenge Kriterien für eine sichere Erdgasförderung sowohl im konventionellen wie auch im unkonventionellen Bereich bekommen. Denn zur Wahrheit gehört, dass derzeit in Deutschland aufgrund der bestehenden Gesetzeslage sowohl im Schiefergasbereich sogar Fracking-Anträge gestellt werden können, diese sogar von Verwaltung genehmigt werden müssten, wie das allerdings auch im sogenannten konventionellen Bereich seit vielen Jahren läuft, wo sogar derzeit gefrackt werden kann, vor kurzem erst gefrackt wurde und massiv Erdgas in Deutschland gefördert wird. Das wird in diesem Zusammenhang vergessen. Und der Umgang mit dem Lagerstättenwasser, ich glaube, da ist auch die Kollegen der USA um ein Vielfaches weiter. In Deutschland darf auch übrigens, und das darf ich an die Adresse der Grünen sagen, Lagerstättenwasser hochgiftig, benzolhaltig, verpresst werden. Hier werden Verpressverbote sogar in Trinkwasserschutzgebieten nicht zurückgenommen. Ich sage das deshalb ein bisschen weiter, weil hier über TTIP so ein Wahnsinns-Hype in dieser Runde veranstaltet worden ist und auch die USA ein Stück weit als, ich sag's mal, die Inkarnation des Bösen dargestellt wird. Nein, auch wir haben hier auch in Umweltfragen in Deutschland unsere Hausaufgaben zu machen. Und deshalb hier auch zu meinen Fragen, weil ich immer der Überzeugung gewesen bin, dass Freihandelsabkommen per se für eine Exportnation wie die Bundesrepublik Deutschland von historischer Bedeutung und von besonderer Bedeutung auch für die Zukunft sind. Ich erinnere daran, dass auch die EU ein großes Freihandelsabkommen ist. Und wenn wir diese Diskussion seinerzeit bei den Vätern der EU, glaube ich, heute wie mit TTIP geführt hätten, ich glaube, Deutschland würde dann nicht so aussehen, wie das heute der Fall ist. Dasselbe gilt vielleicht für Korea. Vielleicht kann da gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingegangen werden. Aber meine Fragen sind ein bisschen was anderes, Herr Bär, weil Sie sagten, es ist nicht die nötige Transparenz gegeben worden. Und Sie wären nicht von vornherein beteiligt worden. Frau Tsipras hat gesagt, das liegt in Natur des Daseins von Verhandlungen. Und das kann ich auch nur unterstützen. Deshalb ganz konkret, was stellen Sie sich denn vor, wenn Regierungen von Beginn an verhandeln, dass Sie als NGOs von Beginn an mit dabei am runden Tisch sitzen? Oder wie soll das praktisch ausgestattet werden, wenn Sie von Transparenz reden? Denn selbst wenn man informiert, wird natürlich immer wieder der Vorwurf sein, es ist nicht genügend informiert worden. Das heißt, fordern Sie ganz konkret bei jeder Verhandlung, ob TTIP, Friedensverhandlungen, wie auch immer, dass alle Organisationen im NGO-Bereich mit dabei sind. Und die Frage an die Bundesregierung, weil ich glaube, wir sollten nicht nur über Kritik, über Probleme reden. Vielleicht, Frau Tsipras, können Sie mir noch einmal darlegen, welche Chancen denn ein solches Freihandelsabkommen überhaupt für Deutschland generiert, sei es im Bereich des Wirtschaftswachstums, sei es im Bereich der Arbeitsplätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne jegliches Freihandelsabkommen, was Deutschland die EU derzeit hat, diese Republik so ausgestalten können. Vielleicht können Sie dazu diesen Chancen auch noch einmal ein bisschen das Wort ergreifen. Dankeschön, Herr Mattfeld, jetzt haben Sie meine fast grenzenlose Toleranz mit Ihren Vorbemerkungen ziemlich ausgereizt. Aber es sind ja dann doch zwei Fragen gekommen. Ich habe jetzt noch Frau Stamm-Fiebig und Herrn Maywald auf dem Zettel. Ich würde diese Fragen jetzt auch sammeln, aufgrund auch der Zeit. Und Frau Stamm-Fiebig, bitte stellen Sie Ihre Fragen. Herzlichen Die Dank, Angesprochenen Frau, notieren Sie bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Bär, ich kann ja einiges von den Bedenken nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig und richtig, dass wir über TTIP sprechen. Aber schlussendlich muss man schon, denke ich, zur Kenntnis nehmen, dass wir zwei Chancen haben. Das eine ist sicherlich im Bereich von
Verbraucherschutz und Gesundheitspolitik. Ich als Gesundheitspolitikerin sehe auch Chancen, einiges zu regeln, was bei uns noch nicht so ist und Standards der USA bei uns nicht so sind, wie sie jetzt verhandelt werden. Und zum anderen möchte ich Sie schon fragen, ob Sie nicht auch die Chance sehen, im Bereich der ILO-CAN-Arbeitsnormen da etwas zu erreichen, was uns in dem Bereich sicherlich einen Schritt weiterbringen würde. Mich würde interessieren, wie Sie dazu stehen. Danke. Dankeschön, Frau Stamm-Pewig, auch für die Kürze. Und Herr Maywald, bitte. Ja, vielen Dank. Nur kurz zu Herrn Mattfeld. Ich meine, dass die gesellschaftliche Relevanz irgendwo in diesem Land doch gegeben ist, zeigt doch, dass die auch von der EU nicht zugelassene Europäische Bürgerinitiative in den letzten Tagen täglich über 100.000 neue Unterschriften gesammelt hat. Also insofern beschäftigt es, glaube ich, schon den einen oder anderen in diesem Land. Aber das nur als Vorbemerkung. Zu meinen Fragen an Frau Tsipras nochmal. Der am wesentlichen betroffene Teil, was uns auch hier auch die Gesundheit angeht, ist natürlich der Bereich der Landwirtschaft. Da würde mich noch mal interessieren, wie Sie die Chancen einschätzen, dass da die entsprechend jeweils höchsten Standards angewendet werden. Im Verhandlungstext steht ja immer wieder, man möchte möglichst hohe Standards. Und es gibt in der Tat auch im Gesundheitswesen natürlich in manchen Teilen Quecksilber aus Kohlekraftwerken zum Beispiel in Amerika deutlich bessere Standards als hier. Die Frage ist, wie wollen Sie das hinbekommen? Wir haben es gerade zur Chemikalienpolitik schon gehört, dass am Ende eine wirkliche Harmonisierung auf höchstem Niveau erreicht wird und nicht eine gegenseitige Anerkennung der Standards, die, wie wir gerade zu Recht gehört haben, ja zum Teil wirklich nicht kompatibel sind und dann einfach am Ende das niedrigste Niveau sich auf dem Markt am Ende durchsetzt, auch wenn gesetzlich vorgeschrieben die anderen Standards bestehen bleiben. Also das wäre meine Frage in dem Bereich. Die zweite Frage noch mal als Nachfrage zu den ISDS-Mechanismen, auch wenn Sie gesagt haben, es ist natürlich jetzt noch nichts wirklich Ausfahrende, das ist schon richtig. Aber wir haben natürlich aus dem CETA-Abkommen, was zwar auch noch nicht paraffiert ist, aber doch schon zumindest nach Aussagen, die wir jetzt vom EU-Kanada-Gipfel gehört haben, doch eigentlich ausverhandelt ist. Wir haben da natürlich ISDS-Klauseln drin. Wie stellt sich das Ministerium vor, die deutschen Bedenken, die ich ja Ihnen auch abnehme und auch Herrn Gabriel abnehme, dann im TTIP-Abkommen und auch nachträglich vielleicht noch im CETA-Abkommen zur Wirkung kommen zu lassen, wenn gleichzeitig Kanada als ebenfalls NAFTA-Land mit den USA da sehr eng verbunden ist und man ja auch immer die besondere transatlantische Freundschaft ja zu Recht auch herausstellt? Wie will man dann den USA etwas verweigern, was man den Kanadiern vorher eingeräumt hat? Also das wäre für mich schon eine Frage, wie Sie sich das eigentlich technisch vorstellen, dass die Bundesregierung ihren Einfluss da entsprechend während der Verhandlungen jetzt geltend macht. Weil es ist ja nicht damit getan, dass man anmeldet, wir finden das eigentlich nicht gut, sondern man muss ja dann auch fragen, gibt es eine rote Linie, wo die Bundesregierung sagt, ein Abkommen, wo dann das hinterher doch ein ISDS-Mechanismus drinsteht, lehnen wir dann ab? Oder wie stellen Sie sich das vor? Vielen Dank. Dankeschön, Herr Maywald. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur abschließenden Beantwortung. Und Herr Bär hat das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also, Herr Mattfeld, ich kann mich nicht erinnern, Ihnen von meiner privaten E-Mail-Adresse eine E-Mail geschrieben zu haben. Ich kann das einmal nachholen. Sie haben recht, dass Fracking in Deutschland momentan nicht verboten ist. Ich würde mich freuen, wenn das in Zukunft passiert. Momentan fällt es ja unter das Bergrecht und Sie haben recht, das muss im Grunde genehmigt werden. Das ist der Status quo. Wir werden die Debatte im Bundestag in den nächsten Wochen oder Monaten haben. Ich würde mich auch freuen, wenn die EU bzw. die Bundesregierung im Bereich Umweltpolitik ihre Hausaufgaben macht. Das ist dann auch ihre Aufgaben. Zum Punkt Transparenz. Ich habe vorhin eine Sache gesagt, die ich mir wünschen würde und die auch nicht dem widerspricht, dass man natürlich so Verhandlungen zum gewissen Grade auch vertraulich führen muss. Und das wäre nämlich, dass die Dinge, die vorgelegt wurden an Angeboten und Forderungen von beiden Seiten, auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist eine ganz konkrete Sache, die möglich ist. Was den Zugang von Seiten der NGOs angeht, gibt es ja durchaus interessante Daten, die aufgrund der Veröffentlichungspflicht, die die EU-Kommission in der Sache hat, auch allen öffentlich zugänglich sind, mit wem die EU-Kommission eigentlich in Vorbereitung der Verhandlungen gesprochen hat. Und das sind zu über 90% Industrieverbände. Das sind die Leute, die wir im Allgemeinen als Lobbyisten bezeichnen, mit denen die EU-Kommission offensichtlich relativ intensiv berät. Das muss auch nicht sein. Da würde ich mir wünschen, dass wir als Zivilgesellschaft und als viele Bürger zumindest gleichberechtigt sind und auch wissen, was dann in solchen Runden besprochen wird, weil da ganz viel Vertrauen verloren geht.
wenn ich im Vorhinein mich mit der Industrie darüber unterhalte, was man denn da machen könnte, dann habe ich natürlich als Bürger irgendwie Angst, dass das, was rauskommt, zugunsten der Industrie ist. Und es gibt durchaus einige Fälle, in denen ich andere Interessen habe als die Industrie. Ich habe andere Interessen als die chemische Industrie. Die chemische Industrie möchte Chemikalien verkaufen. Das werfe ich der chemischen Industrie auch nicht vor. Aber wenn die Europäische Union sich nun in den Bereich begibt, wo es darum geht, Chemikalien zu verbieten, die womöglich eine hormonelle Wirkung haben und die bei uns in der Landschaft landen oder im Plastik, dann möchte ich als Bürger, dass das verboten wird. Und die chemische Industrie möchte das nicht. Das ist eine ganz logische Sache. Das ist so. Also bitte etwas weniger Lobbyismus und etwas mehr Transparenz. Und ich glaube, dass das konkret genug ist, was ich gesagt habe. Es gibt sehr viele Studien auch darüber, was die Chancen von diesen Verhandlungen sind. Das ist auch der Grund, warum man das macht, weil man sich davon einiges erhofft. Und ein Bereich, der dabei immer wieder kommt, ist der Bereich Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze. Worauf ich sehr, sehr wenig Hoffnung habe, ist, dass wir tatsächlich eine Situation bekommen, an der die EU und die USA ihre Standards auf dem höheren Niveau angleichen. Erstens mal müsste man dabei wieder entscheiden, was das höhere Niveau ist. Wenn wir sagen, sehr viele Kohlekraftwerke, die in Deutschland und im Rest von Europa auch stehen, könnten nicht betrieben werden, wenn wir die Standards aus den USA hätten, dann würde ich sagen, dann haben die USA da das höhere Niveau. Aber fragen Sie mal den Betreiber eines Kohlekraftwerks, das unter den Umständen nicht mehr betrieben werden würde, was dann seiner Ansicht nach der bessere Standard ist. Also wie einigt man sich darauf? Und ich habe sehr, sehr geringe Hoffnung darin, dass bei diesen Verhandlungen dann rauskommt, dass wir in Europa Kohlekraftwerke abstellen und die EU und die USA in ihren Fleischproduktionsanlagen auf Ractopamin und andere Wachstumshormone verzichten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das wäre aus Tierschutzgründen, aus Agrarstrukturgründen ganz großartig, wenn das passieren würde. Ich bezweifle, dass das passieren wird. Und ich habe auch relativ wenig Vertrauen in unsere Regierung. Wenn man sich anschaut, dass die Bundeskanzlerin, anstatt zum Klimagipfel nach New York zu fahren und über das Weltklima zu reden, lieber beim BDI auf der Matte steht, dann entsteht bei mir auch wieder das Gefühl, dass da eine gewisse Nähe zur Industrie da ist. Was die ILO-Kernarbeitszeiten, Arbeitsnormen angeht, hat die USA nur einen geringen Teil davon ratifiziert. Und es haben die Verhandlungspartner der USA auch angeboten, in das TTIP Dinge aufzunehmen, die sich mit Arbeitsrecht beschäftigen. Aber sie haben auch gesagt, dass sie diese Dinge nicht ratifizieren wollen, sondern einklagbare Dinge im Vertrag haben wollen. Wie das dann aussieht, sehen wir erst ganz am Schluss. Und ganz am Schluss können Sie dann im Bundestag darüber abstimmen. Und Sie haben eine Stimme, entweder ja oder nein. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn die Dinge, die da drin stehen, dann nicht dem entsprechen, was die Koalitionsfraktionen jetzt hier als Bedingungen genannt haben, was gerade auch die SPD und das Wirtschaftsministerium immer sagen, die Antwort nein ist. Das wäre die Konsequenz aus dem, was man vorher gesagt hat. Gut, das war jetzt nochmal der abschließende Appell. Ich habe eine Frage noch an die Bundesregierung, jetzt, darf ich? Nee, das Nein. geht jetzt gerade Gut. nicht, weil wir jetzt die Antwort bitte geben müssen. Von Frau Zypris, bitte. Ja. Also die erste Frage war von Herrn Mattfeld nochmal, was erwarten wir uns eigentlich von diesem Abkommen und was sind die positiven Dinge, die wir erwarten? Also das erste oder der ganze übergeordnete Aspekt ist der vorhin auch schon mal angesprochen wurde von Herrn Ferber. Es geht darum, dass wir mit den Vereinigten Staaten ein Abkommen setzen, was ein Stück weit diesen ganzen Handelsraum dann regelt. Und dass wir nicht die Chance geben, dass die Standards von den Vereinigten Staaten mit anderen gesetzt werden oder dass andere übergreifende Standards setzen und wir Europäer dann hinterherhinken. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen bitte dabei sein, wenn generell Standards gesetzt werden. Und wir wollen diese Standards bitte auch beeinflussen in unserem Sinne. Und dementsprechend steht es eben auch in dem Verhandlungsmandat. Also das heißt mit anderen Worten, wir wollen Globalisierung mitgestalten. Das ist unser Ziel mit diesen Verhandlungen. Wir wollen dabei sein, wenn Globalisierung stattfindet. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Europa einer von mehreren Kontinenten sind und andere da auch ziemlich gut aufgestellt sind. Das ist ja nicht so, dass jetzt alle nur auf uns warten. Also ganz so ist es nicht. Das andere, was ich glaube, was positiv ist und was ich wenigstens aus meiner Tätigkeit auch schon weiß, ist, dass gerade viele kleine und mittlere Unternehmen sagen, wir würden uns wünschen, dass die Standards so angepasst und einheitlich geregelt werden, weil den Großen macht es nämlich nicht so sonderlich viel aus, bestimmte Doppelgenehmigungsverfahren durchführen zu lassen. Aber gerade in den kleinen und mittleren Unternehmen macht das eine Menge. Und das führt oft auch dazu, dass sie dann sagen, ich kann an dem Markt nicht präsent sein, weil mir die Kosten weglaufen.
Und Sie würden es gerne machen, aber Sie können es eben nicht, weil Sie dann eben die doppelten Kosten aufwenden müssen. Das geht nicht. Also von daher wäre es gerade für die kleineren und mittleren Unternehmen, die ja, wie wir alle wissen, das Rückgrat und der Kern unserer Volkswirtschaft sind, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass sie die Möglichkeit hätten, bei vereinheitlichten Standards in die Vereinigten Staaten dann entsprechend liefern zu können. Ich nenne jetzt mal nur diese beiden Punkte. Also, Herr Maywald, das mit der Landwirtschaft, ich sehe ehrlich gesagt kein Problem drin. Und schon gar nicht sehe ich ein Problem darin, dass sich auf dem Markt Standards durchsetzen, die in Gesetzen anders formuliert sind, wie Sie das gesagt haben. Das geht schlicht nicht. Also wenn wir Gesetze haben, dann sind sie einzuhalten. Und darauf werden wir Wert legen, egal ob sie sonst wo geregelt sind, auch noch zusätzlich oder eben nicht. Und das gilt auch für das Internationale, für die Schiedsgerichte. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das war eben schon bei Herrn Bär die ganze Zeit die Diskussion, die mich daran erinnert hat, an den Satz von Peer Steinbrück, hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn ich hier dauernd nur Möglichkeiten und Konjunktiv diskutiere, dann kann ich wenig gestalten, sondern dann vermute ich immer nur, was alles Böses geschehen könnte, wenn, und versuche mich darauf einzurichten. Unser Ziel ist es zu gestalten. Und deswegen sind wir im Moment dabei zu sagen, wir brauchen keine Investorschutzabkommen. Und darauf rekurrieren wir im Moment, das argumentieren wir, und da hätte ich mir, wenn Sie so wollen, auch gewünscht, dass mehr als 150.000 Menschen der Europäischen Kommission mal geschrieben hätten, was sie davon halten. Denn das ist ja dann, gerade wenn man es vergleicht mit den Zahlen, die jetzt hier Ihre Petition erreicht hat, keine besonders hohe Zahl, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und unser Ziel, wie gesagt, ist überhaupt darauf verzichten zu können, die erstmal gar nicht zu haben. Was passiert, falls das nicht gelingen sollte, das wird man dann sehen. Die Frage noch mal zu den Schutzstandards. Wollte ich Sie noch mal auf die Randziffer 25 verweisen. Das Recht der Parteien wird anerkannt, Risiken gemäß dem Schutzniveau, das jede Seite für erforderlich hält, zu bewerten und zu bewältigen, insbesondere wenn die wissenschaftlichen Belege unzureichend sind. Das heißt mit anderen Worten, das europäische Vorsorgeprinzip, was wir ja beim Verbraucherschutz kennen, das soll aufrechterhalten bleiben und soll nicht dem sogenannten Nachsorgeprinzip in den Vereinigten Staaten mit Entschädigungszahlungen weichen. So, jetzt würde ich es mal damit bewenden lassen. Danke. Und verweise Sie aber sehr gerne, wenn Sie noch inhaltliche Fragen haben, auf die Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Da ist wirklich ein ausführlicher TTIP-Teil, der auch ständig ergänzt wird um die neuen Sachen, die veröffentlicht werden, und so weiter und so fort. Also da können Sie sich jederzeit auf dem Laufenden halten. Dankeschön, Frau Zypris. Vielleicht ergänzend nur ganz kurz, was die Unterschriften betrifft. Also das sind Unterschriften, die binnen 4 Wochen gesammelt wurden. Und davon gehe ich aus, dass natürlich weiter Unterschriften, und ich weiß es ja auch, gesammelt werden. Das muss nicht auf dem Online-Portal passieren, sondern das ist ja auch mit Unterschriftenlisten und so weiter. Also man kann jetzt diese Zahl nicht zum Maßstab machen, dass das jetzt wenig wäre gegen die 150.000. Also das würde ich gerne richtig gestellt haben. Das sind die, die beim Bundestag gesammelt sind. Und deshalb sind die also heute haben unsere Erwähnung gefunden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, möchte mich bei Herrn Bär, bei den Petenten bedanken für die Antworten, die er uns gegeben hat, möchte mich bei Frau Zypris ganz herzlich bedanken, bei der Kollegin, dass sie auch die Fragen beantwortet hat, bei Ihnen für Ihre konstruktive Mitarbeit. Und ich sagte bereits, wir beschließen heute nicht, sondern wir beraten weiter. Und ich beende damit die Sitzung und wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Woche.